Herzlich willkommen zur nächsten Pikmin 3 Episode hier auf WePlay Games for You. Ich bin Suevo und ja, wir sind immer noch hier in dem allerersten oder wieder mal in dem allerersten Planeten. Der hat uns ja jetzt doch einiges an Arbeit aufgehalst, um es mal so zu sagen. So, jetzt gehen wir hier erstmal runter. Wir haben ja jetzt hier die erste Brücke mal freigeschaltet, diese hier. Und wir waren das letzte Mal dabei, die zweite Brücke endlich ins Laufen zu bringen, irgendwie. Ich weiß nur gerade gar nicht genau, wie wir das gemacht haben. Ich weiß nur, dass wir hier rüber konnten mit etwas Hilfe, hieß es das letzte Mal. Und das wollen wir jetzt als erstes mal ausprobieren. Gehen wir erstmal hier rüber. Okay, da geht es definitiv noch weiter. Also werfen wir jetzt erstmal noch die restlichen Pigments darüber. So, was heißt die restlichen? Ich würde sagen, wir werfen mal... Die behalten wir mal 15 Stück von. Die da noch rüber. Irgendwo ersäuft uns da einer, glaube ich. Was seid ihr denn für Trottel? Wie seid ihr da runtergefallen? Naja, gut. Hiervon mal noch ein paar. So, ich denke, das reicht dann erstmal. So, ihr kommt mit. Dann werfen wir als erstes mal den Dicken darüber. Jetzt die restlichen Pigmünze. Gucken wir mal, dass wir uns so ein bisschen aufteilen, was die Gruppen diesmal angeht. Dass wir mal in zwei Fronten agieren. So, zack, 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 zack. Kommt mal schön mit. Sollte gar nichts großartig machen. Mal gucken, was es hier zu schaffen gibt. Okay, hier können wir uns wohl einen Weg schaffen. Das ist ja gut. Dann macht man das alle zusammen. Gut, dann haben wir uns hier einen Weg geschaffen. Das ist natürlich super cool. Muss ich sagen. So, dann gucken wir aber jetzt trotzdem erstmal, wie es hier weitergeht. Was es hier noch so gibt. Hier ist ein Weg. Okay. Was geht hier so ab? Hier geht es bestimmt zu einer Art Boss oder sowas. Wobei es laut Map geht, könnte es so sein, als dass wir weiter Richtung Signal gehen. Sieht tatsächlich so aus. Aber hier ist doch bestimmt ein Boss, oder nicht? Okay, vielleicht ist hier auch kein Boss. Dieses Gerät hat also das Signal ausgesendet. Und noch dazu ein ziemlich starkes Signal. Wir sollten das Gerät zu Drake bringen. Alf kann damit sicher etwas anfangen. Okay. Gut, aber bestimmt gleich ein Boss, wenn wir hier anfangen zu buddeln oder so. Ja, passiert doch. Irgendwas passiert. Oh, nur ein Treibsand oder so. Das war so klar, Mann. Das war so logisch. Das war so klar. Wir haben natürlich nicht genug Leute dabei, dass das so einfach funktioniert. Leute, ihr kommt jetzt mit mir. Wir verschwinden hier erstmal wieder. Und wie kommen wir denn hier raus? Verdammte Kacke. Hier vorne. Glaube ich. Okay. Also wir wissen zumindest, dass hier ein Boss ist. Das haben wir schon mal rausgefunden. Jetzt gucken wir mal, dass wir mit dem guten Mann hier erstmal noch ein bisschen weitermachen. So. Oh, ich habe ich wieder dabei. Mal gucken. Wir müssen hier rum, denke ich. Wir müssen vor allem mal Aussicht halten, dass wir hier eventuell so einen Klumpenerzeuger, sowas hier nicht verpassen. Geht mal alle da rein, meine Freunde. Wo willst, wollt ihr denn hin, ihr kleinen Scheiße? Wo bist du denn da hingerannt? Ist schon klar, Mann. Geht mal alle da rein. Oh yeah, Klumpen, Klumpen. Das ist sehr gut. Gut, 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 ihr habt's drauf, meine Freunde. Okay, dann kommt mal mit. Müssen wir mal gucken, wie wir da hinkommen, wo wir hin müssen. Können wir eigentlich auch hier rumgehen. Brauchen wir gar nicht da rum. So, zack, zack, zack. Hier müssen wir hin. Ein Klumpen. Okay, und der nächste. Hoffentlich reichen zwei. Ne, zwei reichen noch nicht. Das heißt, wir müssen noch mehr Klumpen finden. Hier sind auf jeden Fall die Brückensteine. Das hilft uns aber aktuell noch nicht so richtig.
So, hier war das letzte Mal irgendwo einer. Mal gucken, ob wir den jetzt hier wiederfinden. Bin ich mal gespannt. Oder, okay, das war den, den wir eben schon leer gemacht haben. Klingt auch logisch irgendwo. Wo ist jetzt noch sowas? Da sind nur diese Steine für die Brücke. Das hilft uns so jetzt nicht so wirklich. Da ist nix. Frosch, lass uns mal in Ruhe, bitte. Warte, wir haben nicht genug dabei, nehme ich mal an, dass wir da jetzt hoch könnten. Wir haben bestimmt 100 Stück oder so haben. Wie ich das einschätze. Das ist das Ding, diese Frucht zum Ausbuddeln nur. Irgendwo muss hier doch noch was sein, verdammt. Hier ist noch einer, okay. Okay, was bist du denn für einer? Wo kommst du denn jetzt her? Okay, wir kämpfen gegen dich. Wir haben diesmal ein paar mehr Pikminse dabei. Ach du Fuck. Nicht, dass sie jetzt alle tot sind. Ja, geht mal hoch da, Kollegen. Wie wär's ihr, wenn ihr da alle hochklettert? Okay. Ich glaube, sie kämpfen zumindest mal ein bisschen, das ist ganz gut. Auch wenn da, glaube ich, viele draufgehen könnten diesmal. Kommt mal alle wieder her hier. Ja, ich glaube, da gehen doch ein paar drauf, definitiv. Kommt mal alle wieder her. Klettert da alle hoch, Kollegen. Okay, jetzt hauen sie ab. Oder er haut ab. Das Vieh haut wieder darüber ab, okay. Auch nicht schlecht. Gucken wir mal, dass wir lieber alle hier reinjagen. Von den Leuten, die wir hier haben. Dass wir hier irgendwie mal ein bisschen weiterkommen. So, was haben wir denn hier noch an Leuten? Da ist noch einer. Da ist auf jeden Fall ein Stein. Das ist gut. Wir brauchten auf jeden Fall ja nur noch einen für den Durchbruch. Sind sogar drei Stück rausgekommen. Das ist gut. So, perfekt habt ihr das gemacht. Jetzt gehen wir erstmal den Durchbruch schaffen. Kommt mal, meine Freunde. Kommt nur. Wenn wir den Durchbruch gemacht haben, geht's ab. Oh, da seid ihr ja noch welche. Okay, du auch. Kannst auch gern mitkommen. Durchbruch machen. Wo warst du denn, Kollege? So. Zack. So, dann haben wir jetzt da den Durchbruch gemacht. Ach ja, was macht ihr denn da, ihr kleinen Stinker? So. Ihr bringt jetzt erstmal die ganze Brücke da wieder zum Laufen. Danke. So, ihr bleibt mal bei mir. Wer weiß, was wir mit euch noch machen so können. Guck mal, wir haben doch hier drüben den anderen noch stehen. Können wir jetzt, denke ich, erstmal vergessen mit dem Boss heute. Dann gehen wir mit dem hier erst noch mal ein bisschen weiter zurück in der Zeit und gucken, ob wir irgendwie noch ein paar Früchte oder sowas bergen können. Wäre doch ganz cool zumindest. So, ist hier irgendwie was? Da können wir doch bestimmt irgendwas machen. Okay, da kann man einen Durchgang schaffen oder so scheinbar. Dann macht ihr das doch mal. Hier können wir aber mal zwei Leute abstellen, die den Kram machen. Zack, zack, zack. Macht ihr da auch mal mit. Guck mal, was hier drüben abgeht. Mit der Brücke ist die fertig mittlerweile. Die sind wir noch nicht fertig, okay. Oh, da sind noch ein bisschen was. Okay, die sind hier scheinbar durch. Die kleinen. Okay, hier könnten wir mitkommen. Wo irgendwo stecken Pikmin in Schwierigkeiten? Wo denn? Hier, oder was? Sind die blöd gewesen, sind da reingefallen, oder was?
Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Naja, gut. Wenn die so blöd sind, sind sie selber schuld. Oh nein, das wollte ich gar nicht. Egal. Okay, die haben wir alle. Zack, zack, zack. Hier bringt die mal zurück da. So, du auch noch dahin. Jetzt wechseln wir wieder auf den anderen. Gut, genau hier wollte ich hin. Okay, hier brauchen wir Hilfe. Das ist ja ein bisschen bitter. Gucken wir mal, dass wir mit dem da hingehen und helfen gehen. Trotz allem. Wir müssen ja jetzt hier über die Brücke da irgendwie in die Nähe hinkommen können. Komm, komm. Oh, hier ist auch noch so ein Teil, mit dem man eine Wand einreißen kann. Da müssen wir auch mal gucken, dass wir da vielleicht die Wand zum Basislager einreißen können, damit das Ganze noch ein bisschen schneller geht beim Zurückbringen. So, du sammelst den Alf mal ein. So. Okay, da oben ist irgendein Gegner auch. Warum gehst du nun nicht hoch, Kollege? Zack, 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 zack. Lass mal alle hoch mit euch da. Dann kann der Alf da oben mal Abfahrt machen. So, so, so. So, gucken wir mal, was hier abgeht. Okay. Da brauchen wir die Brittany also auch noch für. Ist ein bisschen bitter, aber wir könnten eventuell die hier hochfeuern. Das geht doch zumindest. So. Okay, da hat die Frucht rausgeworfen. Besser geht's ja gar nicht. Wo bringen die denn rum, ey? Okay. Naja gut, sie bringen sie zumindest weg, das ist das Wichtige. So, dann gucken wir mal, ob hier irgendwie noch welche sind, die wir einsammeln können. Und Pigmente. So, hier müssen irgendwie nur eine sein. Den nehmen wir mal mit. Dass wir nicht ganz so viele verlieren vielleicht. Okay, wo sind denn hier noch verlorene Pigment Stars? Einer und hier sind ganzen Haufen scheinbar. Da müssen wir hingehen. Okay, dann müssen wir hier irgendwie rum. Okay. Hier rüber. Sonst wir hier den ganzen Haufen nämlich mitnehmen. Das sind dann doch ein paar. So, jetzt gucken wir mal, wo sie könnten noch ein paar sein. Starlos, da ist der Gegner. Okay. Da sind noch welche. Sind überall verstreut noch ein paar, das ist ein bisschen blöd. Aber egal, können es nicht ändern. So ist es halt nun mal. Haben noch ein paar gerettet, das ist das Wichtigste. Wo willst du denn hin, Kollege? So, guck mal, dass ihr da das Loch aufmacht. Sind doch bestimmt Steine drin, oder? Was macht ihr denn da, Kollegen? Kommt mal alle her, ich könnte auch mithelfen. Frucht erhalten, sehr schön. Haben wir diesmal sau viele Früchte auf jeden Fall geholt. Bin ich auf jeden Fall schon mal rot um. Auch ein drittes wäre ja wohl nicht noch schlimm gewesen, oder? Meine Freunde. So, egal. Dann gucken wir mal, dass wir hier die Wand irgendwie einreißen. Zack und zack. Dann bist du halt tot, wenn du da so einen Schwachsinn machst, selber schuld. Immerhin haben wir da zwei Stücke reingesetzt, das ist ja auch schon mal was. Hier sind irgendwie noch ein paar. Zwei Stück immerhin noch gerettet. Besser als nichts. Fehlen nur noch drei. Die haben jetzt definitiv gelitten. So. Dann haben wir den Tag auch geschafft, sogar relativ erfolgreich, muss ich mal sagen. Haufenweise Früchte geholt, wir sind zu dem Boss vorgestoßen. Ich denke, das war wirklich erfolgreich. Gibt es auf jeden Fall aber auch noch genügend Früchte, die wir sammeln können.
denke, das Gebiet ist noch lange nicht zu Ende. Da haben wir noch etwas mit zu knabbern. Aber naja. So ist es halt. Gucken wir mal. Ich entdecke für mein Leben gern neue Früchte. Tagekugelschwarm. Schon mal ein halbes Ding. Und noch ein halbes Ding, also gab es insgesamt eins. Polierte Bärenstein. Ein halbes. Und noch ein halbes, also auch insgesamt ein ganzes. Glückwunsch, 15 Arten gesammelt. Das reicht aber noch nicht, um ganz Kopai zu versorgen, wir brauchen mehr. Und einen Zuckertropfen gibt es noch. Okay. War auf jeden Fall einiges an Früchten, das war ganz gut. Bin ich der Meinung. Jetzt haben wir sogar die dritte Reihe angefangen. Es gibt heute ein Festmahl. Sehr interessant. Sehr schön, wir sind noch ganz gut versorgt. Denke ich aber auch. Oh, sind wir jetzt bei 300 toten Pikmins schon, ey. Gibt's ja gar nicht. Aber ne, also ist es halt. Ursprung des Signals war ein komplexes Kommunikationsterminal, doch dann erschien eine weitere riesenhafte Kreatur und verschluckte es. Da das Signal dieses Terminals noch stärker ist als das des ersten, möchte ich es unbedingt mit unserem Kommunikationssystem verbinden. Das kann uns bestimmt sehr nützlich sein, aber erst müssen wir die Kreatur besiegen, Alf. Da hast du recht, Alf. Ich denke, das werden wir das nächste Mal angehen. Speichervorgang abgeschlossen. Tag 16. Gucken wir mal, was ihr noch zu erzählen habt. Dieses elende Biest hat verhindert, dass wir dieses seltsame Gerät bergen. Wenn wir es nur zur Drake bringen könnten, um unsere Systeme damit zu verbessern. Ich bin mir sicher, dass wir dann den Überlichtschlüssel finden könnten. Darüber hinaus würde es uns möglicherweise auch zu neuen Nahrungsquellen führen. Dann bleibt uns wohl nur der Kampf. Ja, sehe ich auch so, Leute. Gehen auf jeden Fall wieder dahin. Allerdings machen wir den Kampf dann in der nächsten Episode. Ich würde sagen, dann machen wir hier dann auch wieder Schluss. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen. Comments und Likes sind sehr gern gesehen und sonst wünsche ich noch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.